Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. Ja, wir möchten, oder ja, ich möchte gerne hier unseren Garten anfangen zu bauen. Und es wird mir höchstwahrscheinlich gelingen, indem ich zum einen mal die Baumkrone hier etwas ausbaue und zum anderen hier ein schönes Glashaus hinbaue. Ich hoffe, das klappt. Das wäre mir sehr lieb. Ja, außer so. Ich habe mich festgehalten, bitte. Auf Ranken kann man raufklettern, oder? Geht das? Nö. Zumindest nicht so. Ja, ja. Ja, ja. Und das fängt schon super an. Wo ist mein Haus? Da drüben. So. Es fängt schon super an. Toll, toll, toll. Da würden auch dann die Blümchenranken, ehrlich gesagt, ganz gut zur Geltung kommen, weil Garten, Blumenranken, ne, dann sieht man schon von unten, wo wir sind. Ja, ich wollte mal schauen, ob der fertig ist. No. So. Klappt das denn jetzt, bitteschön? Ich will nicht nochmal sterben oder runterfallen. Wie viel Leben haben wir noch? Genug. Ach du Heilige. So. So. Geht das jetzt bitte? So, überall schön eines weiter raus. So, mal ein bisschen andeuten. Zwei wollte ich eigentlich raus, ne? Ach, komm. Na, komm. Jawohl. So, ich wollte eigentlich zwei raus, stimmt. So. Und, wann ist jetzt zwei? Mist. Ich hoffe. Ich glaube ja. Oder? Nur einer, ne? Das war jetzt nur einer. Genau. Warte. So. So. Aha, okay, ja. Okay. Ja, ja, nein, nein, nein. Ah, ist wurscht. Hätte gepasst. Das ist aber cool. Die sind gleich miteinander verbunden. Das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir ganz besonders gut, weil wir somit nochmal verlängern können, den Garten. So ums Eck. Vielleicht so ein Hochbeet dann machen, ne? Also sowieso Hochbeet, aber im Freien halt mehr stehend. Ja, wo auch der Regen rauf kann. Quasi so ein kleines Feld auf einem Baum. Bitte, das hat nicht jeder. So, da. Dab, 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 dab. So, okay, machen wir so. Dab, dab, dab. Na komm, geht schon. Dab, langsam. Nicht, dass ich runterfalle. Passiert mir sonst nämlich nie. Ah ja, Zocki, wer soll dir das denn noch glauben? Ich habe gedacht, ihr glaubt mir das. Horuk. Jawohl. Und so. Ja, der Grundriss, sage ich mal, ist schon mal okay. Ich glaube, da sind jetzt schon zwei raus, ne? Sonst sehe ich es eh, wenn es ein bisschen schief ist. Wiegt ja nur natürlich. So. So, zack, zack. Wow. So und so. Eigentlich müsste noch einmal raus, ne? Raus, raus, raus. Also eigentlich so. Dann so, dann so, dann so, dann so, so, so. Dann wird schon passen ungefähr. So und so. Und so. Blub, 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 blub. Was haben wir bekommen? Ein Apfel? Ich denke mal. So, zack, zack, zack. Vielleicht passt das hier jetzt sogar schon mal so. Auf der anderen Seite werde ich vielleicht gar nicht so wild ausbauen. Nanu? Ach so, weil ich im Weg bin. So. Komm, komm.
Wäsche noch. Hier wird es auch noch gehen. Jo, weil dann würde ich da hinten vielleicht das sogar sein lassen und dafür ein bisschen in die Breite gehen. Ne? Also nur hier so in die Breite. Dann nochmal eins dazu und dann müsste es schon passen. So. So, ja. Und hier. So, stimmt, genau. Da war es das mit dem Weg. Da können wir jetzt ein bisschen abhaken quasi. Also hier werde ich nochmal hoch machen. Hoch, ja. Noch eine Stufe, so würde ich sagen. Ich mache ihn hoch. So, dann schaut das gut aus. Ich fange einfach mal hier so an. Boah, langsam. Da ist ein Abgrund. So. Zack, 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 zack. Langsam. Ja, ich habe schon gerochen. So. Und, huch, ich muss da, so, ja. So, genau. So, 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 so. Tak, 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 tak. Langsam. So, ums Eck. Zack, zack. Huch, das macht nichts, der gehört eh hoch. Zack, 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 zack. Huch. So. So. Das wird schon. Wow. Ich glaube, das wird was. Da ein bisschen voll machen. Passt das so mal. Gut. Dann noch hier voll. Da. Und da drüben. Und festhalten. Da unten muss auch noch am besten. Huch. So. Und da noch einmal. Ja, das schaut schon zu schlecht aus. So, jetzt müssen wir irgendwie groß werden. Also, es muss, das Laub muss, warte, da ist eigentlich eh schon recht gut markieren tut. Aber das kann jetzt ruhig, naja, eigentlich ist das zu klein, das ist schon ein bisschen zu klein, ne? Es wäre gut, um 2 zurückzugehen. Dann sind wir da. Da muss ich den da kurz wegschneiden. Moment. Zack. Dann kommt der weg. Dann stehen wir da an. Mit dem Weg. Ja, wird passen, oder? Ich glaube, das wird passen. Dann hauen wir das da mal weg. So. Essen haben wir noch. Also wir sind noch nicht am Verhungern. Aber ich muss jetzt mal was futtern dann. So. Dann hier so. Weg. Weg. Aha, dunkel wird es auch. Das ist natürlich nicht so fein. So, die Fackeln werden wir dann bei passender Gelegenheit auch neu nachplatzieren. So. Da, hups, nein, stopp langsam. Aha, es leckt schon wieder. Lecki, leck, leck. Ja. Gut, was haben wir denn da? Da haben wir die Brettchen. Genau, die brauche ich jetzt auch mal ganz kurz. Und zwar auf 1. Und zwar zack. So, machen wir kurz hoch. Zack, zack und zack. Weil hier soll ja noch eine kleine Stufe sein, ne? Nämlich die hier. Genau. Und hier haben eigentlich, sollten eigentlich wieder die Bretter sein. Die hier. So. Normalerweise. Und da. Weil auf diesem Holz kommt dann das Glas drauf, ne? Weil man weiß ja, jedes Glashaus hat ja eigentlich da so einen Rand, ne? So einen Rahmen, damit eben nichts passieren kann. Jo, ne?
also das wegfliegen könnte oder so. Daran wird das Glas ja festgemacht. Und ja. So, jetzt muss ich das kurz mal... Stimmt, und dann muss ich noch den Boden berechnen. Da kommt ja noch so ein schöner Holzboden hin. Den darf ich auch nicht vergessen. Aber das passt schon. Da, wo das Holz beginnt, eigentlich, da kommt der Boden hin. So. Und so, Moment, ich muss, es geht so nicht. Einen Moment. So, speichern und neu laden, bitte. Das ist eine Katastrophe gerade. So. Perfekt, ist schon besser. So. So, schön zumachen. Dann kann nämlich hier die Baumkrone auch noch etwas spitzer sein. Das ist dann wurscht. Da machen wir natürlich zu, weil hier brauchen wir doch die Fläche. Die Anbaufläche. So. Und hier rüber dann eben, ja, wenn es passt, so ein kleiner Weg auch wieder, dass man, ja, einfach weiterkommt. Aber ich sehe gerade, da können wir eigentlich, da kann ich eigentlich schon voll machen. Baumkrone und so, ne? Das soll ja, wie gesagt, das soll ja so wirken, als wenn die Baumkrone quasi abgeschnitten ist. Ja, also glaube ich, wow, dass das so nicht so doof ausschauen wird, hoffe ich. So, da haben wir zu. Da ist noch und hier ist noch. Gut. Aha, jetzt geht uns das Laub aus. Ist logisch. Boah, da habe ich schon so viel verbraten. Okay, na dann. So. So halt soll das ausschauen. Hier kommt dann natürlich die Wand wieder drauf, ne? Ja, das werden wir schon so machen. Ich bin gerade am Studieren. Wir werden die Ecken schon mit Holz machen. Würde ich sagen. Na, nicht so. So, ja. Damit das Glas quasi einen Rahmen hat, ne? Und das dann festhalten kann. Also, ja. So. Na, oh. Achso, ich muss darauf. So, und jetzt aber. Oh, ruck. Oh, ruck. Jawohl. So ungefähr. Ich hoffe, das klappt so. Und der Rest wird halt dann alles voll mit Glas gemacht, ne? Also quasi ist nur die Ecken quasi sind dann aus Holz und das war's dann auch schon. Mehr Holz ist dann hier nicht zu finden. Wie gesagt, dass ihr euch das vielleicht vorstellen könnt, hier ist dann halt alles Boden, ne, wieder. So. Da kann ich eh schon mal bauen. Das wird dann alles Boden werden, am Rand natürlich wieder mit dem massiven Holz. Ich glaube, da werde ich hier schon um die Ecke gehen. Das heißt, hier kommt das ganze Holzbrettchen. Also hier, so, der Stamm. So, warte mal. Der müsste jetzt hier sein. Achso, ja, dann schaut das vielleicht doof aus, ne? Ein bisschen Glas, ein kleines bisschen Glas wäre gut gewesen, denke ich. Wow. Aber dann schwebt das so in der Luft. Da muss ich hier mit dem Laub weiter raus. Oh, ich glaube, das schaut... Das ist die Frage. Aber ich glaube, es wird schöner ausschauen, wenn hier noch... Besser wären zwei. Dann müsste ich hier raus, bis hierher. Wäre auch wurscht, oder? Dann müsste das quasi... Hoppala. Oh, ruck. Na, hat es jetzt hingehauen? Ich glaube... Dann müsste das hier so. Warte, ich hau das mal weg. So, dann sehen wir eh gleich, ob es hingehauen hat. So. Jo. Alles gut. Dann kommt hier einfach noch das Laub hin. Dann hauen wir den da weg. Und den auch. Dann haben wir hier zweimal Glas. Ich glaube, das schaut echt besser aus. Dann haben wir hier zweimal Glas und dann gleich hier die Säule hoch. Mach. Sehr gut. Jo, ich glaube, das passt. Ich glaube, das klappt so.
Na gut. Dann wird es jetzt echt dunkel. Es wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, ein paar Fackeln anzubringen. So, mal hier und mal da. So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Licht. Jetzt können wir schon ein bisschen weiter bauen. So, wie weit ich hier rausgehe, habe ich ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan. Ich weiß auch nicht, wie ich darüber kommen soll, aber wahrscheinlich wird das eher da drüben dann sein, wenn es wird. Mal schauen, wie groß das Ganze im Endeffekt ist. Vielleicht brauchen wir es gar nicht. 3. Und da würde ich sagen, machen wir hier gleich. Ah, 3. Weißt du was, machen wir auch 2. Machen wir auch 2, dann ist das Ganze symmetrischer. So. Machen wir es doch so. Wir haben jetzt so und so genug Platz, glaube ich. So, also hoch, hoch, hoch. Nochmal hoch, machen wir es so. Und hier rüber halt eben. So, jetzt brauchen wir zuerst Laub. Sonst kann ich das nicht vollfüllen, bevor ich hier weiter so energisch bauen tue. So, das heißt, es wird eh gerade wieder hell. Das passt jetzt gerade eh recht gut. So, die Früchtchen hier sind auch schon soweit. Sehr fein. Boah, das wächst alles schön. Wie schaust du aus? Ja, geht dahin. Die Gurken sind fertig. Sehe ich das richtig? Na, das sehe ich nicht richtig. So, dann gehen wir mal essen. So. Fischi. Ja, nein, du sollst nicht bauen. Du sollst essen. So, unsere letzten Fische. Das heißt, wir müssen leider im nächsten Part wieder fischen gehen. Schmatzi, schmatz, schmatz. Der Salat ist auch weg. Und zum Nachtisch, warte, gibt es ein köstliches Erdbeergelee. Und ein paar Früchtchen. Passt. Super. Der Hunger ist schon mal gestillt. Entschuldigung, dass ich jetzt was hingebaut habe. So, weg und weg. So, ist fein. Gut. Also Laub. Das heißt, im nächsten Part, das würde passen, gehen wir wieder einen Baum schlachten. Danach werde ich wieder, wenn sie nicht zuschaut, fischen gehen. Und ja, so werden wir das dann handhaben. Was können wir jetzt noch anstellen? Wir könnten was bauen. Und zwar solche Regale hier. Die wollte ich ja oben im Schlafzimmer anbringen und ein paar Kisten so übereinander stapeln. Das ist auch schon wie ein Wandschrank. Aber da gibt es, glaube ich, was Besseres. Ich habe aber vergessen, wie die heißen. Schlau, wie ich bin. Ich weiß es gerade nicht. Wie hießen die Dinger noch schnell? Es war jetzt nicht unbedingt ein, was, ein Regal. Kann man das als Regal? Kann man das als Regal benennen? Vielleicht sind das eine Art Kisten gewesen. Zum einen, ich habe vergessen, wie die heißen. Ich habe auch vergessen, wie man sie baut. Ich probiere es mal mit Kiste. Kiste. Holzbretter. Ha. Goldblock. Kiste ist auch falsch, dann probieren wir es mit Truhe. Truhe. Ja, das sind die ganz normalen, ne? Wie hieß das schnell? Da gibt es ja dieses Einsortiersystem, ne? So eine Art Regal, würde ich jetzt mal sagen. Und diese Regale kann man eigentlich wunderbar nutzen, um die Sachen zu verstauen. Und das würde, wenn man sie aufeinander stapelt, wirklich ausschauen wie so ein Kasten. Da gab es diese 4 Fächer und ein großes Fach. Wenn ich doch nur wüsste. Wenn ich doch nur wüsste. Wüsste. Diese Regale sind es nicht. Blütenkirschholz. Schildchen. Ach. Werkbank, was haben wir da? Eine Holzuhr. Aha. Ich probiere da jetzt gerade noch ein Bild zu schauen. Der Bart heute ist eh schon vorbei. Ich hoffe, ich kriege das hin beim nächsten Mal. Ich habe nämlich das Rezept vergessen, wie das ging. Auf jeden Fall gibt es... Ah, sind das die schon?
Ist das schon sowas? Ah, da musste. War das schon das? Musste man. Hier sind die vier. Ah, okay, vier Truhen musste man basteln. Genau, die habe ich gemeint. Vier Truhen musste man basteln und dann das Holz dazu. Alles klar. Wunderprächtig. Sehr, sehr gut. Das haben wir jetzt wunderbar herausgefunden. Ich werde jetzt erstmal hier so Holz und so. Und dann werden wir im nächsten Part, werden wir dann schön brav die Kisten machen. Und das leckt schon wieder. Passend zum Partschluss. Und wenn wir die Kisten haben, beziehungsweise diese speziellen Regale, ich sage jetzt mal einfach Einsortierregal-Dingens, dann klatschen wir die oben ins Schlafzimmer hin. Und irgendwann wird dann auch mal ein Bücherregal folgen und irgendwann werden wir da voll sein. Ja, schön eingerichtet haben, auch mit Bildern und so weiter. Ach ja, das wird toll. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Warte, ich stelle mich raus. So. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!